Danke, Felix, für die, ich würde sagen, Einführung in das, was ich gerne sagen möchte. Es geht nämlich zunächst um Paranoia oder Verfolgungswahn und sogenannte Verschwörungstheorien. Was würdet ihr meinen? Ein Paranoiker, ein Mensch, der unter sogenannten Verfolgungswahn leidet, ist mit anderen Worten ein Mensch, der mit seismografischer Sensibilität reagiert auf Irritationen in seinem Umfeld. Würdet ihr mir recht geben? Ich selbst kenne ein paar Paranoiker, würde ich sagen, die mindestens also an der Grenze zu dem stehen, was man Paranoia nennt. Und sage daher das nicht ohne Grund, ja? Dass ich der Meinung bin, diese Menschen haben eine herausragende, besondere Sensitivität, die sich vergleichen lässt mit den sehr feinen Sensoren eines Seismographen, der schon vor einem Erdbeben, vor einem Vulkanausbruch eine Irritation wahrnimmt und anzeigt. So viel zu denen, die man Paranoiker nennt. Also besonders sensible Minderheiten, die nicht immer in der Lage sind, ihre Wahrnehmungen zu verstehen oder in eine Theorie zu bringen, die plausibel ist und nachvollziehbar ist und der Wirklichkeit entspricht. Das müssten dann andere für sie leisten. Ich möchte aber jetzt noch Bezug nehmen auf das, was man Verschwörungstheorien nennt. Wer von euch kann sagen, oder wem von euch kommt das bekannt vor, dass ihr Leuten erzählen wollt von Einsichten, die ihr schon gewonnen habt, sei es jetzt im Zusammenhang mit Politik oder mit dem Gesundheitssystem oder was auch immer, und ihr stoßt auf Unverständnis und auf es wird die Keule herausgezogen, es ist nur Verschwörungstheorie. Wer von euch kennt das? Okay. Ich auch. Und da würde ich sagen, unter Umständen gehören wir zu dieser Minderheit, die gewisse Sensoren hat, die andere zwar auch haben, aber vielleicht noch nicht ausgefahren haben. Jetzt möchte ich noch etwas sagen, was diese sogenannten Verschwörungstheorien anbelangt. Wenn wir uns das englische Wort anschauen, Conspiracy, und dieses Wort zurückverfolgen zu seinen lateinischen Wurzeln, dann kommen wir auf die Bedeutung con zusammen mit und Conspiracy, das kommt von eigentlich denselben Geist atmen. Wenn man jetzt genau bei diesem Wort bleibt und es übersetzen möchte, dann würde man sagen, Leute, die konspirieren, die sich verschwören, auf Deutsch, atmen denselben Geist. Sie sind sozusagen auf derselben Wellenlänge. Sie sind vereint in einer bestimmten Art des Denkens und Fühlens. Und wenn man jetzt noch weitergeht, und sagt, okay, was ist es denn in erster Linie, dass Menschen dazu geneigt macht, bestimmten Theorien anzuhängen, bestimmte, sozusagen eines bestimmten Geistes Kind zu sein, dann muss man sich vor Augen halten,
dass, wie die Psychologie festgestellt hat, unser Geist aufgebaut ist wie ein Eisberg, wo nur ein winzig kleiner Teil dieses Eisbergs zu sehen ist und über Wasser ist, sozusagen dem Bewusstsein entspricht. Das sind gerade mal höchstens 4%, wie uns Psychologen erklären. Der Rest ist uns unbewusst. Man nennt diese Schichten zunächst das Unterbewusste und dann das Unbewusste. Das geht hinunter. Man muss sich vorstellen, wirklich einen riesigen Eisberg, der nach unten zu so auseinander geht. Und dann muss man sagen, ja, der größte Teil unseres Geistes ist unbewusst. Uns selber auch unbewusst. Und von dort her, werden wir scheinbar bestimmt, geprägt. Dort liegen die eigentlichen Motivationen, die uns geneigt machen, das eine oder andere dann auch zu glauben oder das eine oder andere zu tun. Und wenn man jetzt diese Einsicht kombiniert mit einer anderen Einsicht, die aus der Physik stammt, und die sagt, Gleiches zieht Gleiches an. Gleiche Frequenzen ziehen gleiche Frequenzen an. Dann erklärt sich daraus, aus diesem Zusammenhang, dass es gar nicht anders geht, als dass Menschen, die in einer bestimmten Frequenz stehen, auf eine bestimmte Art schwingen, natürlich auch von daher bestimmte Dinge denken oder auch ob glauben oder auch nicht glauben. Und jetzt würde ich sagen, ich möchte jetzt aus einer Art Vogelperspektive uns Menschen im Zusammenhang mit dem Universum einmal betrachten und sagen, es ist höchst erstaunlich, dass alles, was in diesem Universum existiert, miteinander konspiriert, dass es miteinander verbunden ist, und zwar so, dass es sich gegenseitig unterstützt und auf einer, ich würde sagen, derselben Wellenlänge schwingt. Wir Menschen sind in gewisser Weise, würde ich sagen, oder zunächst mal auch Ergebnis dieses Universums. Das Universum erzeugt uns. Das Einzige, was uns Menschen vom Rest des Universums und von den Tieren und Pflanzen unterscheidet, ist unsere Fähigkeit, uns zu identifizieren mit einer Idee, die irgendwo in unserem Bewusstsein rumschwirrt und die sich abgespalten hat vom Rest des gesamten Universums. Dazu sind nur wir Menschen fähig. Und Verschwörung bedeutet in diesem Zusammenhang, ich sage jetzt, was ich glaube, dass da Menschen irgendwann mal bis jetzt sozusagen eine Art Gegenuniversum bilden wollen, ja, versuchen sozusagen eine Gegenwelt an einer Gegenwelt, die sie etabliert haben, auch festzuhalten, die nicht kohärent mit dem gesamten Universum ist, daher auch nicht kohärent sein kann mit ihnen selbst, mit ihrem eigenen Wesen. Sie stehen im Widerspruch zu sich selbst, im Widerspruch zum Ganzen. Das nenne ich eine Verschwörung im eigentlichen Sinne. Und wenn jetzt ein sogenannter Paranoiker genau das spürt, aber er kann es nicht in Worte fassen. Es fehlen ihm die Begriffe. Er spürt nur, da stinkt was, da ist was nicht in Ordnung. Und er wir sind keine Paranoiker. Nein. Ich glaube, es ist sehr schwierig für einen Menschen, der feststellt, dass hier
etwas nicht stimmt und dann recherchiert oder Dinge sagt, die genau, ich würde sagen, das, was ich jetzt Verschwörung genannt habe, dieses Gegenuniversum als solches entlarven und darstellen, werden alle verteidigt, die dieses Gegenuniversum verteidigen wollen, ihn mit der Krankheitskeule sozusagen brandmarken wollen, ja? Um ihn mundtot zu machen, um zu gewährleisten, dass diese Art Gegenwelt bestehen bleibt. Jetzt können wir aber eines sagen, und damit möchte ich jetzt auch zu einem Ende kommen. Das Universum ist insgesamt sozusagen steht miteinander, alles im Universum steht miteinander im Einklang. Und wir im Wesentlichen, was unser wirklich menschliches Wesen anbelangt, unser Herz anbelangt, stehen ebenfalls im Einklang mit dem Universum. Alles, was wir tun müssen, ist, uns in den Raum der Kohärenz zu begeben, wo wir im Einklang mit uns selbst sind und im Einklang mit dem gesamten Universum. Und dann haben wir das ganze Universum hinter uns. Wir haben Rückenwind durch das gesamte Universum. Es steht auf unserer Seite und nicht auf der Seite derer, die versucht haben, ein Gegenuniversum aufzubauen. Das ist nämlich nichts anderes im Grunde genommen als eine Lüge. Und Lüge haben bekanntlich kurze Beine und eine lange Nase. Daran können wir sie erkennen. Dankeschön.